Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Tipps zum Wochenende. Ja, und am Samstag gehen wir natürlich nach Berlin-Hoppegarten. Auch am Sonntag, da warten tolle Rennen auf uns, ein Listen und natürlich das tolle Grupperennen. Hochdotiert ist dieses Rennen und da ist der Derby-Favorit Colomano drin. Ja, der war Favorit, aber er hat es nicht gezeigt und er trifft auf starke Ausländer. Und natürlich gehen wir am Sonntag natürlich nach Deauville in den Jacques Le Marois, 1600 Meter über die Meile, Gruppe 1, tolle Pferde genannt. Auf dieses Rennen werden wir im Laufe der Sendung besprechen. Aber zunächst zum Samstag in den Hoppegartner Steherpreis, das Listenrennen über 2800 Meter, 27.000 Euro ist das Rennen. Notiert das siebte Rennen auf der Karte, volles Feld hier und hier wird es viele Chancen auf den Sieg geben. Iraklion muss man natürlich ansprechen, hat das höchste Gear G im Feld. 59 Kilo muss er tragen hier. Das Pferd von Christian Sprengel, zuletzt in Frankreich nicht ganz auf der Höhe gewesen. Aber die Form war eigentlich ganz gut hier, die er gezeigt hat beim vorletzten Mal. Letztes Mal, da ging es gar nicht, aber beim vorletzten Mal, da lief er sehr stark. Zum Beispiel gegen Pferde wie Traveling Man. Das war ein tolles Rennen hier. Kent Hoppegarten und dieses Pferd muss auf jeden Schein. Soundcheck gewann jetzt zwei Ausgleiche. Das Pferd aus dem Geschüt Ittlingen geht jetzt in die höhere Klasse. Logisch, dass er natürlich hier läuft, aber er steigt auch in der Distanz. Aber Peter Schürgen hier, der wird sicherlich wissen, warum er hier steigt in der Distanz. 2800 Meter, da ist Soundcheck noch unerprobt. Dann haben wir Summershine hier drin, aus dem kleinen Stall von einer Schleusener Frührepier. Das Pferd gewann völlig überraschend in Hamburg, muss man sagen. Und ich denke mal, die 400 Meter kürzere Distanz, also die 2,8 letzte Mal, waren es 3,2. Da wird sie es schwerer haben als zuletzt. Also ich sehe sie auf Distanzen über 3000 Meter eher. Inessa hier noch aus dem Stall von Waldemar Hicks. Zuverlässig, steigert sich von Start zu Start. Aber für den Sieg wird es für mich nicht reichen. Sorcha hier, das Pferd hier von Werner Glanz, das sollten Sie beachten, denn der hat sich schon mit Iraklion gemessen, war vor Iraklion, war danach hinter Iraklion und das Pferd ist durchaus erprobt in dieser Klasse und den sollte man unbedingt beachten und er kriegt auch ein paar Kilos von Iraklion. Aber Iraklion wird mein Tipp sein. Er trägt zwar 59 Kilo, aber das Pferd hat eigentlich ganz andere Rennen schon gesehen und andere Gegner. Und so ein Listenrennen muss das Sprengelpferd auch können. Also Iraklion ist mein Tipp im siebten Rennen am Samstag in Berlin-Hoppegarten. Und dann geht es weiter zum Sonntag. Wir bleiben in Berlin zunächst. Das sechste Rennen hier, der große Preis von Berlin. Gruppe 1, 175.000 Euro ist die Dotation über die Derby-Distanz von 2400 Meter. Ja, Colomano, ich habe es ja schon angesprochen, war der Derby-Favorit. Stand 45 zu 10 am Toto, konnte aber nichts ausrichten. Schlug aber davor Windstoß, also der hat den Derby-Sieger schon geschlagen. Und ich bin ganz gespannt hier, wie Markus Klug hier dieses Pferd hier vorträgt in diesem Gruppe 1 Rennen. Aber wir haben hier einen glasklaren Favoriten drin. Das ist Hawkbill, ein tolles Pferd von Godolphin Charles Appleby, der Trainer. Hat auch schon einen Gruppe 1 Sieg und mehrere Platzierungen in der höchsten Kategorie. Also der ist hier zu Hause. Und er lag damals in München, der lief schon in Deutschland, gegen Guignol und gegen Racing History. Und Racing History, auf dieses Pferd trifft der gute Hawkbill wieder. Racing History ist danach nie wieder gelaufen. Kommt also vom 1.11.2016 mit Gerard Mosse, aber das heißt gar nichts. Wenn Saïd Binsoroua das Pferd hier anspannt, dann will er natürlich auch den Sieg haben. Hawkbill, ganz, ganz stark. Seine beste Form war eigentlich der dritte Platz hinter Highland Reel. Ja, und Highland Reel in diesem Rennen, der würde hier rückwärts gewinnen. Der lief ja schon gegen Enable. Also, das ist der aktuelle Arg-Favorit. Also, Hawkbill hat schon gegen die ganz Großen gespielt. Jingle Secret, tolle Form gehabt. Letztes Mal in Hamburg, gewann auf knieweicher Bahn hier gegen den Ikitos. Und Ikitos, das war ja mein Tipp in Riem im großen Preis hier, im Dallmayr-Preis, der gewann hoch überlegen. Aber der war damals in Hamburg nicht auf 100% und Jingle Secret hier wird aber sich gut präsentieren, ist ja auch aus dem Klugstall und wird auch um den Sieg mitkämpfen. Sirius kommt auch mit guten Formen aus längeren Distanzen hier, von längeren Distanzen in dieses Rennen rein, ist aber auch auf der 2400 Meter Marke zu Hause und Andreas Suboric sowieso gut in Form und er hat ein Problem, er war sechs Längen hinter Jingle Secret und da sehe ich keine Formumkehr zu dem Klugstarter. Ja, wer gewinnt dieses Rennen? Colomano ist natürlich ein großes Fragezeichen. Racing History auch. Was kann er? Kommt vom 1.11. Aber Hawkbill ist doch der sichere Tipp hier. Kennt diese Klasse hier, kennt Gruppe 1. Mit Wuheide hat es zwar letzte Woche nicht geklappt, aber der dritte Platz im Coronation Cup zu Highland Reel, das reicht doch hier vorne und hinten aus. Kommt auch mit frischen Formen. Also Hawkbill ist hier mein Tipp im großen Preis von Berlin am Sonntag in Hoppegarten.
Und dann geht es weiter nach Deauville in den Prix Jacques-le-Maroix, 1600 Meter, Gruppe 1. Ja, und das Rennen ist nicht 175.000 dotiert, sondern 700.000 Euro. Und da gibt es 400.000 Euro für den Sieger. Also viel Geld zu verdienen für dieses Feld hier. 7 sind aktuell noch im Programm hier, die stehen geblieben sind. Ja, und wir gehen mal rein hier aus dem Stall von Jean-Claude Rouget von Hamdam Al-Maktoum mit einem Valeur von 54,5. Geht hier Tarif an den Ablauf. Konnte dieses Jahr zweimal hoch überlegen gewinnen, seit 3 Starts ungeschlagen und nun muss er zeigen, was diese Formen wert sind. Aber die Valeurform, also die Einschätzung des Valeurs ist schon sehr, sehr hoch und ich bin mal gespannt, ob der Handicapper hier recht behält. Thunder Snow hier, wieder die Blauen. Christos Dominion schon als Jockey genannt. Der ging auch letztes Mal auf dieses Pferd. Ja, und der hat Trefleur hier letztes Mal hier ganz stark bezwungen. Die beiden treffen sich hier wieder. Das war der Farbestarter. Und es würde mich wundern, wenn es eine Formumkehr geben würde. Dann haben wir AP O'Brien hier, Roly Poly, die Powerstute von Belly Doyle, gewann zuletzt in einem Monsterfeld hier gegen andere Stuten. Das war auch in Frankreich. Gewann zuvor in Esquel gegen Wohaider. Gegen ein weiteres Godolphin-Pferd. Also Roly Poly hier ganz gut im Saft hier und die O'Brien-Pferde gewinnen ja, wo sie wollen. Der gute Moore hat ja zuletzt sein 100. Gruppe 1-Rennen gewonnen und das könnte ja ein weiteres auf seiner großartigen Karte seiner Karriere sein. Dann haben wir noch drin aus dem Fabro-Stall Inns of Court, konnte zweimal gut jetzt gewinnen und muss nun Flagge zeigen, was diese Sieg vom Wert sind. Hier die Godolphin-Pferde sind super stark hier, die werden sich natürlich absprechen. Kommt zwar aus unterschiedlichen Stellen, aber da wird es doch eine Stallorder geben. Roly Poly muss wieder alles geben, ist ja eine Kämpfernatur und Ryan Moore, der weiß natürlich ganz genau, wo das Ziel steht. Aber mein Tipp wird Tarif sein, das Pferd gewann so überlegen und es ist eigentlich nur logisch, dass er in diesem Rennen hier jetzt läuft. Ist zwar 4, muss Gewicht geben, 59,5 Kilo, aber ich denke mal, das kann jedoch gut gehen in diesem Feld hier. Tarif hier ist mein Tipp hier für Sie am Sonntag im Jacques-le-Maroix. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.